Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir haben tatsächlich einen besonderen, einen einzigartigen Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist, der ein einziger Gott ist. Und dieser unbegreifliche Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Lasset uns gemeinsam beten, wie uns Jesus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns ewiges Leben. Herr Jesus Christus, des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu. Weil heute eigentlich zufällig oder nicht zufällig, aber der Gedenktag von den beiden Märtyrern von Peru auffällt, obwohl wir Dreifaltigkeitssonntag gefeiert haben, da wollen wir unsere beiden Märtyrer auch dadurch verehren. Das Kreuz wird jetzt gesegnet und zum Schluss spende ich Ihnen den Segen Gottes mit den Reliquien, die stehen schon bereit am Kreuz. Man darf sich vielleicht am besten umdrehen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein geliebter Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz. Stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen und in Ewigkeit teilhaben an der Frucht des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der beiden Mörder aus Peru, segne, behüte und stärke euch, der allmächtige, dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.